Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Passt auch zum Thema, man kann so schnell ins Internet, dass aus der Vortrag, obwohl ich den falschen Stick mit habe, jetzt schon auch da ist. Also gleich ein gutes Beispiel. Ja, ich hoffe, ich kann Ihnen zum Abschluss noch was Neues erzählen. Ich glaube, vieles haben Sie jetzt schon mindestens 7-mal gehört, aber wir versuchen zumindest ein paar neue Facetten reinzubringen in das ganze Intensivierungsthema, mit dem wir uns ja schon sehr lang beschäftigen. Arbeitsintensivierung als neue Anforderung. Zu den globalen Trends werde ich mich kurz halten, vielleicht nur auf den Hartmut Rosa jetzt insbesondere verweisen, weil er auch für unsere Studien sehr zentral im Hintergrund war und wir versucht haben, über Jahre, Sie werden es gleich sehen, sein Konzept der sozialen Beschleunigung quasi messbar zu machen und uns zu überlegen, welche neuen Anforderungen damit verbunden sind, alles andere, Neoliberalismus und so weiter, brauche ich, glaube ich, in diesem Kontext nicht viel sagen, vielleicht nur der Aspekt der Konkurrenz, der mir sehr wichtig erscheint, dass psychologisch betrachtet die Zunahme der Konkurrenz eigentlich das zentrale Element des Neoliberalismus ist und natürlich die weiteren Aspekte Selbststeuerung und so weiter, da gibt es vieles und im Hintergrund immer die Technik steht, aber das ist, wie gesagt, schon sehr ausführlich behandelt worden. Auch das haben Sie in einer Variation schon gesehen. Die European Working Conditions Surveys müssen immer herhalten für diese Dinge, sind nicht schlecht, aber haben auch ihre Grenzen. Sie sehen da jetzt dieses berühmte Item, dass your work involves working at high speed, das immer hergenommen wird aus der ganz letzten Erhebung, die erst seit ein, zwei Monaten oder so aktuell ist, diese 2015 Erhebung. Sie sehen almost never, das ist dieser graue Bereich in der Mitte, ist nicht besonders groß. Das heißt, viele geben High Speed an. Man sieht aber auch die ganzen Probleme dahinter. Diese Ländervarianzen sind schwer zu erklären, obwohl es ja repräsentative Erhebungen sind, Punkt 1 und Punkt 2, was ich wichtiger finde, Intensivierung ist ein überschätztes Phänomen. Und das möchte ich gleich einmal als eine erste pointierte These, um Ihnen noch was Neues zu sagen, in den Raum stellen. Wenn man sich die European Working Conditions Survey über die Zeit ansieht, sehen Sie Intensivierungsaspekte im Sinne einer Zunahme, zum Beispiel dieser Frage hier, aber nicht in dem Ausmaß, wie es so in den Medien immer wieder kolportiert wird. Das sind die Daten für Österreich aus der European Working Conditions Survey zu diesem Item. Sie sehen da einen interessanten Effekt, dass Jüngere von der Intensivierung mehr betroffen sind als Ältere. Also diese Zusammenhänge machen schon Sinn, das Phänomen der Intensivierung über die Zeit und auch alle Folgen, Schlagwort Burnout, scheint mir ein überschätztes zu sein und ich glaube, das tut der Sache nichts gut. Erst gestern wieder haben wir gehört, wie viele zig Prozent der Arbeitnehmerinnen von Burnout gefährdet sind. Das mag schon sein, Faktum ist, dass diese Beliebigkeit, das ständige Hinweisen auf dieses Phänomen meines Erachtens nach der Sache überhaupt nicht gut tut, weil es damit wirklich zur Beliebigkeit letztlich verkommt, wenn jeder irgendwann Burnout gefährdet ist. Ich denke, es geht darum, genau zu erkennen, was sind mögliche Risikogruppen und was ist das Phänomen dahinter. Und das war auch immer die Überlegung unserer Forschung und zum Beispiel eben die European Working Conditions Surveys. Diese Daten über die Zeit sehen so aus, dass sie seit den 90er Jahren in dieser Frage einen Zuwachs haben in etwa in der Höhe von 5-10%. Also es gibt den Zuwachs, das wäre der eine Punkt, aber es gibt ihn nicht in diesem Ausmaß, wie er halt medial oft präsentiert wird. Da die Burnout-Prävalenz, das scheinen mir die seriösesten Daten zu sein, die man finden kann vom Robert-Koch-Institut. Sie sehen, da haben Sie eine mittlere Arbeitslebenszeit-Prävalenz von 4%. Das würde bedeuten, so jeder 25. in der Gruppe wären das 3 Personen, die da jetzt im Raum sitzen. Also 3 von den Anwesenden, rein statistisch betrachtet, werden einen Burnout bekommen. Auch von ihren Jobs wird schon ganz gut passen. Und das zeigt auch die beiden Seiten. Das zeigt die Größe und die Kleine des Phänomens. Die 3% müssen einem wirklich leid tun, die sind sehr ernst zu nehmen, aber es sind eben nur 3 und nicht 30%. Und Sie sehen auch, da wird es wieder interessant, hoher sozioökonomischer Status, höhere Prävalenz als geringer Status, Ältere natürlich höher als Jüngere, weil man braucht eine Zeit lang auch, um ins Burnout zu kommen, logischerweise. Und Sie sehen auch diese Verschiebung quasi in den White-Collar-Bereich damit, also vom klassischen Bereich des Krankenhauses hin, auch Frauen höher, das ist auch Teil der gesellschaftlichen Veränderung natürlich. Also da wird es dann schon präziser und ich denke, um diese Präzision geht es da irgendwo. Das ist jetzt eine Umfrage, die habe ich im Internet gefunden, die scheint mir aber recht passend zu sein. Vielleicht kennen Sie die Risikogruppen, auch wenn man Leute fragt, ganz gut beschreibt. Und auch
um die geht es letztlich meines Erachtens. Es sind weniger Gebildete, es sind vielleicht die Älteren, siehe Burnout, wo man ja wie gesagt einige Jahrzehnte braucht, um es zu bekommen. Es sind die weniger Qualifizierten und natürlich die Migranten und Migrantinnen. Also diese Risikogruppen werden auch da relativ gut eingeschätzt. Und ich denke, es geht bei diesen Phänomenen in Zukunft mehr darum, auf die Risikogruppen zu achten und weniger auf diese mythologisch überhöhten Mittelwerte über die Zeit. Ja, der Hintergrund unseres Projekts, was ich Ihnen kurz vorstellen möchte, Work in Times of Change, war so ein großes FEF-Projekt, das wir jetzt quasi abgeschlossen haben. Da haben wir uns mit dem Hartmut Rose beschäftigt und haben uns eben überlegt, soziale Beschleunigung als Hintergrund für neue Arbeitsanforderungen. Wir haben eine Skala entwickelt und haben versucht, funktionale Mechanismen zu beschreiben. Kurzes Marketing in eigener Sache. Das Buch erscheint in einer Woche. Ich habe schon gehofft, es mitzuhaben. Es ist gerade noch in Druck, man kann es aber schon bestellen. Furchtbar teuer leider. Das beschreibt die Ergebnisse dieses Projekts und fasst quasi diese Forschung über 5 Jahre in etwa zusammen und müsste in den nächsten Tagen auch physisch vorhanden sein. Ja, das Projekt war auch empirisch sehr groß, das ich Ihnen da vorstelle. Wir haben über Jahre mehrere tausend Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen begleitet mit dieser Idee, soziale Beschleunigung als Hintergrund zu nehmen, sich zu überlegen, was sind neue Anforderungen und dann insbesondere auch zu überlegen, wie ändern sich diese Anforderungen über die Zeit. Es gab auch Tagebuchstudien, Interviews, also so ein Methodenspektrum. Jetzt nur ein paar auch hier relevante Ergebnisse. Es gibt nach Hartmut Rose, Sie kennen das sicher, diese drei Aspekte der sozialen Beschleunigung, die technologische Beschleunigung, die Beschleunigung des sozialen Wandels und die Beschleunigung des Lebenstempos. Jetzt kann man sich theoretisch überlegen, was heißt das auf der Ebene neuer Arbeitsanforderungen? Die technologische Beschleunigung per se heißt gar nichts. Die ist noch keine Anforderung, die ist nur ein Faktum, das eben zur Beschleunigung von Produktion, Transportzyklen und so weiter führt und erst dann letztlich zu einer neuen Anforderung wird. Die Beschleunigung des sozialen Wandels und die Beschleunigung des Lebenstempos haben direkt auf die Arbeitswelt übertragen neue Anforderungen zur Folge. Das sind dann drei eigentlich, um die es da geht. Von unten nach oben jetzt die Arbeitsintensivierung, auch Thema dieser Tagung, also eine ganz klare neue Anforderung. Die intensivierte Autonomie, sprich Autonomieanforderung, das ist vielleicht die interessanteste letztlich. Autonomie, wissen Sie alle, die wichtigste Ressource in der Arbeitswelt. Immer war der Spruch, viel Autonomie ist gut, noch mehr ist besser und noch mehr ist noch besser. Also quasi die Maximierung der Autonomie als Handlungsprinzip. Jetzt ist es so, dass Autonomie zur Anforderung wird, sowohl im Job als auch über die Lebenszeit, mit diesem Bild der ständig wechselnden Jobs, das übrigens auch nach den europäischen Daten gar nicht stimmt. Die Jobs sind konstanter, letztlich als wir alle glauben, aber natürlich gibt es eine gewisse Veränderung. Und die Lernanforderungen, vorher war das Stichwort des lebenslangen Lernens, eines dieser Unworte unserer Zeit, aber es gibt natürlich intensiviertes Lernen und das kann man zu den oberen beiden, also intensiviertes Lernen und intensivierte Autonomie, sagen, es ist eine klassische Challenge, eine Challenge-Anforderung in dem Sinne, dass es grundsätzlich positive Aspekte hat, aber irgendwann kippen kann. Also Autonomie ist gut, aber bis zu einem Grenzwert, dann wird es zu viel. Ähnlich auch beim Lernen. Lernen befriedigt ein Grundbedürfnis, ist gut, kann aber zu viel werden. Währenddessen Arbeitsintensivierung in der Regel diese Hindrance-Anforderung ist, die fast immer, aber auch nicht immer, Sie werden es gleich sehen, diese negativen Aspekte zeigt. Ja, wir haben dann so einen Fragebogen entwickelt. Was machen die Psychologen sonst? Die müssen zuerst ein Werkzeug entwickeln. Insofern war die Entwicklung der Skala am Beginn, die natürlich dann auch passen muss. Die passt halbwegs gut mit diesen drei Anforderungen, wobei wir Lernen und Autonomie noch unterteilt haben, dann in beim Lernen in Skill und Knowledge und bei Autonomie in Job und karrierebezogene Autonomie, also zwei Unteraspekte, also quasi 5 Anforderungen, die man aber zu 3 zusammenfassen kann und dann eben Arbeitsintensivierung. Ja, und jetzt sehen wir die Arbeitsintensivierung, das ist so ein Längsschnittmodell, da haben Sie diesen Stabilitätsfaktor der emotionalen Erschöpfung. Also ein Problem der Längsschnittstudien ist, dass die Zielgrößen relativ stabil sind, also auch emotionale Erschöpfung gemessen jetzt mit dieser Maslow-Skala hat nichts mit Burnout zu tun, aber ist natürlich eine Burnout-Dimension in der Messung, ist relativ zeitstabil mit dieser Stabilität von Punkt 60 ungefähr.
Da kommt Arbeitsintensivierung ist als Faktor dazu und Lernanforderungen. Und Sie sehen, dass die Zunahme dann zusätzlich wirkt auf die emotionale Erschöpfung. Und das ist quasi der kausale Nachweis der neuen Anforderung. Also wir haben quasi die konventionelle Anforderung, auch wir haben das kontrolliert für Zeitdruck, Zeitdruck quasi als konventionelle Anforderung. Arbeitsintensivierung im Sinne dieses quadratischen Beschleunigungsaspekt dieser Zunahme wirkt als zusätzliche Anforderung, allerdings wieder mit geringen Effektstärken. Statistisch signifikant, bedeutsam, aber ist wieder nicht so dramatisch, wie es gesehen wird. Und andererseits Lernanforderungen wirken aufs Arbeitsengagement über diese Vigaskala erfasst, wirken positiv. Also wir sehen auch da schon die Komplexität, dass neue Anforderungen das Potenzial in beide Richtungen haben, nicht zu große Effektstärken liefern, die aber doch signifikant und relevant sind und die man eigentlich über die Zeit letztlich nur relativ komplex erfassen kann. Da ist ein weiteres Beispiel, wo diese Arbeitsintensivierung sogar nicht einmal unbedingt negativ wirken kann, nämlich Zielgröße Arbeitszufriedenheit. Die Intensivierung selber wirkt nur über die Bewertung, nämlich über die Hindernisbewertung. Also nur dann, wenn Intensivierung als Hindernis, als Belastung wahrgenommen wird, erst dann ist dieser negative Pfad auf die Arbeitszufriedenheit in dem Fall zu sehen. Es gibt keinen direkten Effekt, das sehen Sie da unten, keinen direkten Effekt der Intensivierung. Das heißt, Intensivierung per se, etwas überspitzt formuliert, wäre noch ein neutrales Konstrukt an sich und erst über das subjektive Erleben, das natürlich mit dem Phänomen selber korreliert, wird es dann zum negativen Aspekt. Und dann gibt es eben diese Risikogruppen, da haben wir da schon einige gefunden. Sie sehen zum Beispiel, das ist jetzt ein bisschen komplex von der Darstellung, die mit den sehr hohen Anforderungen in allen drei Skalen sind überwiegend Männer. Und Sie sehen, diese eine Gruppe, die nur in der Intensivierung hohe Anforderungen hat, dort finden wir überwiegend Frauen. Also Sie sehen diese klassischen Polarisierungseffekte, die wir haben schon vor Jahrzehnten, habe ich begonnen, die Einführung von IT-Systemen im Längsschnitt zu begleiten. Schon damals konnten wir so klassische Polarisierungseffekte sehen und das scheint mir das Phänomen zu sein, das wirklich relevant ist. Gibt es weitere Polarisierung, gibt es Risikogruppen, die vielleicht stärker werden und die werden natürlich stärker und das sind insbesondere in Zukunft sicher die weniger Qualifizierten, die Migrantinnen und so weiter und diese Gruppen sollte man ins Zentrum rücken und weniger darauf hinweisen, permanent wie gebetsmühlenartig, dass 30-40% aller Leute Burnout gefährdet sind, weil da, wenn da die Energie verpufft, glaube ich, dass sie dort, wo sie hingehört, einfach zu wenig hinkommt. Ja, und jetzt zu dem, das war jetzt quasi der im ersten Teil diese Zusammenfassung dieser Ergebnisse. Es gibt dann noch weit mehr, die waren jetzt nur die wichtigsten in Bezug auf Intensivierung. Jetzt zu diesem Thema Arbeit 4.0, um diesen Begriff zu verwenden. Und wenn schon Arbeit 4.0, dann vermutlich flexible Arbeit als neue Anforderung. Das sehen wir auch jetzt so als unser aktuelles Forschungsthema der nächsten Jahre, wo wir jetzt mehrere Projekte haben, dass der Aspekt der Flexibilisierung jetzt das zentrale Moment ist in einer veränderten Arbeitswelt, das es in Zukunft mehr zu untersuchen gilt. Auch da wieder sehr gute Daten von den European Working Condition Survey aus Dublin. Man hat versucht, diesen Anteil flexibler Arbeit gesamteuropäisch zu quantifizieren. Ist gar nicht leicht natürlich, aber man kann es ganz gut annähern. Das dürfte ziemlich die beste Annäherung sein. Was sehen Sie da? Sie sehen 43% ganz konventionell immer da, 39% andere. Es ist auch so wie Pisa, könnte man sagen. Das heißt, Sie haben da deutlich über 80% ganz konventionell. Das ist die eine Botschaft, die ich auch immer ganz wichtig finde, wenn wir von diesen neuen Anforderungen sprechen und auch von Flexibilisierung sprechen. Die Gruppe ist hochrelevant, aber auch wieder in der Größe begrenzt letztlich. Sie kommen auf diese ungefähr, da sind es 18%. Und das scheinen mir wirklich die allerbesten Daten zu sein, die es da gibt. Und da sehen Sie auch interessante Dinge, nämlich 3% wird hier als konventionelle Telearbeit bezeichnet. Auch schon wieder fast altmodisch, auch ich finde es auch vom Begriff her ganz lustig, Telearbeit klingt ja so modern, aber ist eigentlich ein überholtes Konzept. Damit meint man ein Arbeitsplatz in der Firma, die Kopie des Arbeitsplatzes daheim und man arbeitet einfach auf zwei Arbeitsplätzen. Aber 15% jetzt gelegentlich mobile
ICT-unterstützte Arbeit oder hochmobile ICT-unterstützte Arbeit. Und das sind die interessanten Gruppen. Also 15%, davon eben 5% hochmobil, also auch nur jeder 20. in der Arbeitswelt, aber das sind natürlich sehr spezielle, aber hochinteressante Gruppen, weil die haben die Möglichkeit, wirklich völlig entgrenzt zu arbeiten, einfach dort, wo sie wollen, wann sie wollen und so weiter und eben nicht mehr auf diese Bindung an bestimmte Arbeitsplätze. Und wenn man über Arbeit 4.0 spricht, ist natürlich auch mit diesem Industrie 4.0 Begriff und so weiter die Frage, wohin wird sich das entwickeln? Als Psychologe traue ich mir nur zu sagen, ich weiß es nicht. Also auch diese ganzen Schätzungen der Zukunft, Sie wissen, wie heißt das Zitat, fällt mir jetzt nicht ein, man weiß es nachher besser oder so. Es ist unglaublich schwierig, das wirklich diese Entwicklungen abzuschätzen. Jeder, der einen genaue Zahlen nennt, den halte ich dafür hinterfragbar, zumindest um das mal so zu nennen, weil die Zahlen natürlich auch politisch gefärbt sind und so weiter. Es wird sich sehr rasch verändern, aber ob diese 15% irgendwann 50 oder 80 werden, ich weiß es nicht. Da wäre ich doch eher vorsichtig. Also ich denke, man sollte immer auch sehen, dass es ganz konventionell belastete Gruppen gibt und auch die natürlich im Fokus haben. Also die da unter anderes laufen oder unter immer da, die werden auch immer da sein, weil wir sie brauchen immer da in den Kaufhäusern, in verschiedensten Dienstleistungen und so weiter. Also auch diese Gruppen sind sicher ganz wichtig und ich habe auch so ein bisschen die Sorge, wenn sich der Blick so verengt in Richtung Burnout und Flexibilität, dass da große Gruppen vernachlässigt werden und das sieht man, glaube ich, auch ganz gut schon in dieser Darstellung. Ja, jetzt zur flexiblen Arbeit als Arbeit 4.0, um das so zu nennen. Es geht eigentlich um vier Aspekte. Es geht einerseits um die zeitliche Flexibilität, also das klassische 9-to-5 wird aufgehoben, da fällt vieles drunter, was ja auch schon wieder nicht so spannend ist, Gleitzeit und solche Dinge, also Phänomene, die jetzt schon seit langem bekannt sind, die aber eigentlich natürlich schon immer ein Ausdruck von Flexibilisierung waren, Vertrauensarbeitszeit als hochinteressantes Konzept, bis zur völligen Aufhebung. Also auch da fällt sehr, sehr viel darunter, von ganz konventionellen Dingen gewissermaßen bis zu hochinnovativen, die wirklich jetzt sehr, sehr bedeutsam und relevant in einer entgrenzten Arbeitssituation sind. Dann örtliche Flexibilität, also die Möglichkeit, ICT-gestützt quasi überall zu arbeiten. Sie kennen das Bild, eignet sich immer entweder Strand oder Starbucks sehr gut für die mediale Darstellung. Wenn man im Internet nach Bildern sucht, findet man meistens diese beiden dazu. Jemand sitzt mit einem Notebook bei Starbucks oder am Strand. Also es drückt aber aus, es geht. Natürlich nicht wirklich, weil am Strand ist so eine helle Sonne, dass Sie sowieso nicht arbeiten können. Aber fürs Bild ist es, und der Sand in der Tastatur will ich mir alles gar nicht vorstellen, aber es schaut zumindest das Bild ganz gut aus. Aber ernst gemeint, die neuen Techniken ermöglichen doch weitgehend überall zu arbeiten. Also schon eine neue Form der örtlichen Flexibilisierung, die quasi über die konventionelle Telearbeit doch deutlich hinausgeht. Es gibt aber dann noch funktionale Flexibilität, sollte auch nicht vergessen sein, in alter Hinsicht, Job Enlargement, Enrichment und so weiter. Sie kennen diese alten gut bewährten Maßnahmen der Arbeitsplatzgestaltung, aber natürlich auch in neuem Sinne, das sind Springertätigkeiten, das ist Projektarbeit, die natürlich deutlich im Zunehmen, eigentlich seit Jahren im Zunehmen ist weiterhin, das sind diese neuen Schlagworte des agilen Managements, des Scrum und so weiter, also der Aspekt ist sicher einer, den ich auch für ganz wichtig halte. Meistens werden nämlich nur die ersten beiden Aspekte betrachtet, zeitlich, örtlich als die beiden Flexibilisierungsdimensionen. Die funktionale Flexibilität wird da oft auch unterschätzt dahinter und ich glaube, dass die auch sehr wichtig ist. Und dann natürlich, und dort wird es wirklich kritisch, die numerische Flexibilität. Also Leiharbeiter sollte man, wenn es nicht schon ist, in den Schimpfwortkatalog aufnehmen, in dem Sinne, dass da so etwas wie die Würde der Arbeit zur Prostitution wird, um es sehr deutlich zu sagen. Also ein Begriff entsteht, der wirklich im Begriff schon hochproblematisch ist, der seit der Wirtschaftskrise zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Also das sind Phänomene, wo ich auch wirklich solche deutliche Worte finde, um aber gleichzeitig zu sagen, andere Phänomene werden oft sehr überschätzt. Ja, und schauen wir uns jetzt noch diese Auswirkungsaspekte an, Beispiel zeitliche Flexibilität. Wir haben da so eine Art, keine echte Meta-Analyse, aber wir haben relativ sauber versucht, Literatur zu sammeln, was die da empirisch hergibt bis jetzt. Also was findet man zur zeitlichen Flexibilität? Ganz grundsätzlich kann man sagen, zu diesen Flexibilitätsaspekten finden Sie immer Chancen und Herausforderungen. Also das Bild ist
relativ differenziert. Studien belegen beides oder eines von beiden, und natürlich besteht oft so eine dialektische Beziehung zwischen den beiden. Also wenn eines steigt, fällt das andere und so weiter. Schauen wir uns die Chancen an. Natürlich die höhere Bleibewahrscheinlichkeit, Employer Branding als ein aktuelles Schlagwort, ein moderner Arbeitsplatz für die Generation Y muss gewisse Flexibilisierungsaspekte haben, damit ist er ein attraktiver Arbeitsplatz, damit auch geringere Kündigungsabsicht und auch über diesen Umweg dann höhere Produktivität, weil da die Transaktionskosten des Jobwechsels wegfallen und so weiter. Auf der Ebene der psychologischen Aspekte haben Sie natürlich wahrgenommene Autonomie, also das, was eigentlich zu optimieren als Zielgröße da sein sollte, bis zu einem gewissen Maß ist auch vorhanden, entsprechend höhere Zufriedenheit, das Potenzial für bessere Gesundheit, höheres Wohlbefinden. Studien bestätigen das durchaus ganz gut. Auf der anderen Seite die Herausforderungen, es gibt diese Abnahmeeffekte über die Zeit, also jetzt das Neue wird dann zum Konventionellen, diese ganzen Effekte erschöpfen sich auch über die Zeit, und es gibt natürlich Arbeitsintensivierung und damit die Frage auch der angemessenen Intensität, also zeitliche Flexibilisierung führt signifikant, aber auch wieder mit geringen Effektstärken zu einer Arbeitsintensivierung, und es gibt naturgemäß als Gegenstück dieses höheren Fit mit der privaten Situation auch die höheren Konflikte zwischen Arbeit und Freizeit. Da wird es am deutlichsten, dass Sie die Studien immer beide Seiten beschreiben. Einerseits das bessere Work-Life-Balance, um diesen eher unwissenschaftlichen Begriff zu verwenden, aber andererseits der Preis dafür kann auch sein, eine Zunahme der Konflikte. Wir haben das selber untersucht und haben da einigermaßen diese umgekehrte U-Kurve bzw. U-Kurve gesehen. Sie sehen, wenn Sie zeitliche Flexibilität als Autonomieaspekt erfassen, bis zu einem gewissen Ausmaß sinkt das Burnout und steigt das Engagement, und dann gibt es einen umgekehrten Effekt. Das heißt, man kann diese Idee, dass es quasi ein optimales Ausmaß an Flexibilisierung gibt, ganz gut auch empirisch zeigen. Diese umgekehrten U-Funktionen sind mathematisch immer herausfordernd, die in Daten überhaupt zu finden. Die Effekte, Sie sehen es auch da in den Effektstärken, sind jetzt nicht überragend, aber man kann es zumindest signifikant zeigen, dass es diese quasi Optimierung der Autonomie auch wirklich, unter Anführungszeichen, wirklich geben kann. Wie sieht es aus mit der örtlichen Flexibilität? In gewisser Weise ähnlich. Im Sinne eines modernen Arbeitsplatzes ist örtliche Flexibilität quasi schon eine Grundvoraussetzung, wieder jetzt bei diesen rund 15%, nicht dort, wo man sowieso da sein muss. Denken Sie an den Marktverkäufer, die Marktverkäuferin, wenn die örtlich flexibel ist und sie ihre Weintrauben einkaufen, ist es vielleicht nicht so gut und so weiter halt. Also es gibt viele Jobs, auf die man immer vergisst, darum auch plakativ formuliert, die natürlich örtlich gar nicht flexibel sein sollen im Sinne unserer Kundenerwartungen und so weiter. Aber dort, wo das möglich ist, ist es natürlich positiv bewertet. Die Zahlen sprechen dafür, dass diese Ideen des Employer Brandings da auch greifen, als attraktive Arbeitgeber und so weiter, höhere Bleiberaten, die natürlich mit massiven Kosten umgekehrt verbunden sind. Jeder unnötige Turnover kostet einmal 50 oder 100.000 Euro im Sinne von jemand finden wieder, jemand qualifizieren und so weiter, Fehler etc. Das heißt, die Chancen sind da sehr hoch, die letztlich auch wieder zur höheren Produktivität führen. Ein wichtiger psychologischer Aspekt neben der Autonomie ist der Rückgang der Unterbrechungen. Arbeitsunterbrechungen sind ja ein bekannter Stressor in der Arbeitswelt durch örtliche Flexibilität. Vorher war das Thema E-Mail. Man wird zumindest nicht vom Chef unterbrochen. Also es gibt ja, man sollte nicht vergessen, neben der E-Mail einen zweiten Störfaktor, das ist der Chef. Das sind die beiden Hauptdimensionen der Arbeitsunterbrechungen. Den einen ist man zumindest los. Der taucht höchstens am Schirm kurz auf, da kann man ihn wegklicken. Also das heißt, da hat die Technik auch wieder gewisse Möglichkeit. Die klassische Unterbrechung durch E-Mails, vorher angesprochen, bleibt natürlich bestehen. Ich war letzte Woche in Dublin bei dieser IAWOP-Konferenz, da gab es mindestens 6 oder 7 Beiträge zu diesem E-Mail-Thema übrigens, und da kommt ganz klar raus, dass eigentlich ein triviales Ergebnis, aber zumindest gut bestätigt. Also E-Mails sind immer dann störend, wenn sie nicht gewollte Unterbrechungen sind. Das ist relativ klar, das Ergebnis. Also diese sogenannten E-Mails in der Freizeit
wenn Ihnen jemand das Handy wegnimmt, wie geht es Ihnen dann und Sie am Abend Ihre E-Mails nicht mehr abrufen können? Das wäre so quasi das Bild dazu. Also im Grunde ist die Unterscheidung ganz klar. Wenn ich das selber will und selber steuern kann, habe ich die Möglichkeit, da drauf zu schauen oder nicht, dann ist es eine nicht störende Unterbrechung. Wenn aber der Chef das möchte und so weiter, dann wird es zum massiven Belastungsfaktor. Das kommt da ganz klar raus. Da gab es wirklich 5 oder 6 Studien, die selber überrascht waren, weil sie es nicht wussten voneinander, wie hoch die Übereinstimmung in diesem Studienergebnis ist. Das heißt, das E-Mail-Thema scheint mir auch schon gelöst zu sein, beziehungsweise auf diesen Faktor reduziert, der natürlich in der organisatorischen Umsetzung vieles bedeutet, weil es natürlich Chefs geben kann, die halt die Erreichbarkeit verlangen etc. Und das wäre dann ganz logisch, dass es dann zum zusätzlichen Stressor führt. Ja, und daneben, wie gesagt, örtliche Flexibilität auch als Chance für Work-Life-Balance, geringerer Arbeits-Familien-Konflikt. Und dann das Gegenstück, das ist die Beeinträchtigung der sozialen Beziehungen. Wenn man nicht da ist, hat man die nicht, relativ klar, sprich soziale Isolation auch als Faktum, also auch das nicht zu unterschätzen, dass es da wirklich auch eine neue Form von Einsamkeit gibt, psychologisch betrachtet, die zum Beispiel dazu führt, dass man weniger berufliche Entwicklungsmöglichkeiten sieht, wenn man einfach nicht präsent ist im Unternehmen. Und wieder Arbeitsintensivierung. Telearbeiter haben schon alte Studien gezeigt, arbeiten mehr, sind intrinsisch motiviert. Das heißt, die haben selber das Potenzial, sich zu intensivieren. Und dann auch in der Psychologie sehr stark untersucht in den letzten Jahren das Abschalten. Es geht ja weniger um die Arbeitsbelastung, es geht ja mehr darum, wie nach dem Ende des Arbeitstags damit umgegangen wird, sprich die Leute, die imstande sind, von der Arbeit abzuschalten. Das war beim 9-to-5-Job natürlich auch viel leichter möglich, weil eben um 5 Schluss war. Diejenigen, die das gut können, die sind die, die auch weniger Langzeitfolgen zeigen, aber örtliche Flexibilität, wo ich die Arbeit ja überall hin mitnehme, erschwert das Abschalten. Also auch da so eine Mixed Bag gewissermaßen oder dialektische Befunde, die Chance impliziert auch das Risiko, sprich die Konsequenz wäre, diese Überlegungen, dass über Gestaltung eigentlich alles gut zu machen ist, so könnte man es formulieren, also Gestaltung als Schutzfaktor, der wirklich die Möglichkeit hat, die positiven Aspekte ins Zentrum zu rücken, die notwendig sind auch irgendwo, also ist eine Rückkehr zur nicht flexiblen Arbeitswelt scheint eher unrealistisch zu sein, also da gibt es ja wirklich viele, viele positive Aspekte bis hin zur Verteilung der Arbeit und so weiter und so fort, zur besseren Lebensplanung in der Familie und. Aber man muss sich so gestalten, dass diese Herausforderungen, die doch beträchtlich sein können, einfach minimiert werden können. Auch dazu wieder aus den Eurofund-Daten von der ILO jetzt ganz aktuell. Sie kennen das sicher, diesen aktuellen Bericht zur ortsungebundenen Arbeit, eine wirklich faszinierende Einordnung dieser Arbeitstypen in ein Spannungsfeld von Autonomie und Intensität. Wie das da jetzt geht, Sie sehen da diesen blauen großen Punkt immer da, quasi, und vielleicht noch wenig ICT, also wenig technologische Unterstützung, das wäre das eine Extrem, relativ geringe Autonomie, und auch relativ geringe Intensität. Das wäre quasi der konventionelle Job. Das andere Extrem wäre hochmobile Arbeit mit maximaler ICT-Unterstützung. Und da sehen Sie jetzt diese Verbindung aus Intensität und Autonomie. Und das ist wirklich die interessante Verbindung eigentlich. Das heißt, Sie sehen einerseits die Zunahme eines Hindrance-Faktors, eines Belastungsfaktors. Sie sehen aber auch die Zunahme einer Ressource gleichzeitig, aber diese Ressource hat auch diese umgekehrte U-Funktion, kann eben kippen, ist nicht die klassische Ressource. Wenn Sie das Modell von Karasek kennen, wäre das ja der klassische Active Job, der ist es ja auch, also ein Job mit hoher Belastung und hohen Ressourcen, besser geht es gar nicht, könnte man sagen, zeigen die Karasek-Studien halbwegs empirisch. Aber es ist durchaus anzunehmen, dass da dieser Schwellenwert auf dieser Dimension überschritten wird. Und von daher könnte das schon ein neuer Risk-Job sein, mit aller Vorsicht. Aber diese Zusammenhänge scheinen mir wirklich die interessanten zu sein, die auch zeigen, wie komplex das Phänomen ist und dass es mit diesen ganz konventionellen Überlegungen, Autonomie ist gut und so weiter, nicht ganz in den Griff zu bekommen ist. Die funktionale Flexibilität hat viele Chancen natürlich, Bewältigung von Auftragsspitzen klarerweise, aber insbesondere auch, und da kommt ja das alte Job Enrichment her, auch im Sinne von Lern- und
Entwicklungsmöglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten, Motivation und so weiter ist ja auch aus der motivationalen Forschung entstanden, diese Überlegung. Das heißt, funktionale Flexibilität an sich eine Ressource auch. Andererseits haben sie aber die Herausforderungen, das kann durchaus sein, sinkende Arbeitsqualität, das kann sein Überlastung, Überforderung, weil sie quasi diese U-Funktion überschreiten. Das kann natürlich auch sein, erschwertes Abschalten. Also auch da steckt ganz klar beides drin, das hohe Potenzial und auch die hohe Herausforderung. Und wie gesagt, diese Dimension scheint mir im Vergleich zu den anderen eher unterbelichtet zu sein. Auf die sollte man, glaube ich, mehr schauen, auf diese Zunahme der funktionalen Flexibilität. Das mit Zeit und Ort ist schon ein Diskurs, der halt weitgehend schon gelaufen ist. Und dann natürlich die numerische Flexibilität. Wie gesagt, Leiharbeit ist eben ein wirklich sehr, sehr unschöner Begriff. Also wenn man das von einer Arbeitsethik her betrachtet, ein hochproblematischer Begriff, weil wozu dient Leiharbeit? Chancen sind Anpassungen, Auftragsschwankungen, vielleicht noch Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten, aber natürlich die Herausforderungen stehen dem in keinster Weise gegenüber, außer aus der unternehmerischen Sicht. Da wird es relativ eindeutig, psychologisch betrachtet zumindest, also Verunsicherung, diese, ich weiß nicht, ob ich morgen noch diesen Job habe, also diese ganz, ganz relevante Dimension mit den gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Lebensplanung ist nicht möglich. Sie haben aber auch Transaktionskosten. Leiharbeiter verursachen mehr Fehler, damit sinkende Arbeitsqualität, sind auch weniger eingeschult und so weiter, haben mehr Arbeitsunfälle, ein ganz wichtiger Befund. Wir wollten das in einem AVA-Projekt herausfinden, ist aber von den Daten her ganz schwierig zu untersuchen, aber es dürfte relativ klar in diese Richtung gehen. Natürlich abnehmende Bindung, weil der Leiharbeiter kann keine Bindung oder sie kann ans Unternehmen haben, Transaktionskosten durch Einschulungszeiten und so weiter. Und Sie sehen, eine ganz interessante Kurve von der Bundesagentur für Arbeit, eine aktuelle, diese Zunahme der Leiharbeitnehmerinnen in Deutschland. Österreich sieht analog aus, ich habe nur solche Daten nicht gefunden, über die Zeit. Ganz interessant, es war eine Reaktion auf die Wirtschaftskrise. Sie sehen diesen Peak da bei 2007 herum, dann gibt es einen kurzen Rückgang und dann geht es schon wieder bergauf. Und es ist halt immer, wenn eine Kurve so eine Potenzialfunktion annimmt, eine problematische Kurve. Also wenn man das extrapoliert ins Jahr 2020 und so weiter, sehen Sie, wohin die Entwicklung geht. Und das scheint mir auch ein ganz relevantes Thema zu sein, weitaus mehr als diese örtliche und zeitliche Flexibilisierung. Ist zwar jetzt auch nur 1 Million von, ich glaube, 40 Millionen Arbeitnehmerinnen in der Größenordnung in Deutschland, aber wenn die Kurve so aussieht, kann man überlegen, dass es drastisch steigt. Die positiven Effekte werden nicht drastisch größer werden. Es werden natürlich auch die negativen Effekte schwächer werden. Also wenn sich Leiharbeit mehr verbreitet, wird man auch anders damit umgehen. Und diese zuvor genannten negativen Aspekte, abnehmende Bindung und so weiter, werden ja auch kompensiert im Unternehmen. Wenn da nämlich Kosten auftreten, dann beginnt man ja auch darüber nachzudenken. Und das passiert ja auch langsam, wenn Leiharbeiter bei BMW meines Wissens zum Beispiel die gleiche Arbeitskleidung bekommen und von vornherein schon so Integrationssymbole gesetzt werden, die aber auch bedeuten, ihr seid schon ein Teil von uns und so weiter und so fort. Also es gibt halt auch Gegenbewegungen, aber trotzdem ist das eine Kurve, die halt, wo ich dann schon in die Zukunft vermuten würde, die wird uns schon noch weiter beschäftigen. Vor allem auch, weil die Wirtschaftskrise eben keinen Rückgang, nach der Wirtschaftskrise gab es ja keinen Rückgang, sondern die Kurve geht weiterhin nach oben. Ja, jetzt noch ein Beispiel, das uns auch aktuell beschäftigt, diese sogenannten neuen Bürokonzepte, die ja quasi ein Bilderbuchbeispiel sind der Umsetzung flexibler Arbeit. In vieler Hinsicht Bilderbuchbeispiel, fast alle Unternehmen machen das. Aber wieder auch nur die Unternehmen, die da eben passen, das sind die neuen Dienstleistungen, das sind Banken, Versicherungen, der IT-Bereich und so weiter, also genau in diesem Bereich, wo wir auch über Flexibilisierung sprechen. Sie kennen diese bunten Bilder, die berühmte Rutsche von Microsoft, sind vermutlich einige von Ihnen schon runtergerutscht, nein, das ist sie aber gar nicht, das ist gerade die Microsoft, aber die gibt es halt scheinbar auch mehrfach, wo diese Rutsche, also quasi das Büro als Erlebniswelt und so weiter, man sitzt dann in solchen, das grüne Bild finde ich sehr hübsch, in solchen Duschvorhängen, abgeschirmt von der Bürowelt, also es ist auch ästhetisch immer eine Frage, wobei es durchaus ernsthaft, es gibt auch eine schöne Variante und die Ästhetik oft im Vordergrund steht, leider. Die Frage ist auch wieder die Chancen und die Herausforderungen, wir haben das jetzt schon einige Male untersucht. Es gibt durchaus Chancen, Produktivität steigt möglicherweise, schwer messbar, gibt es keine echten Daten dazu, Kreativität vermutlich, Kommunikation kann steigen,
Natürlich die Kostenreduktion. Neue Bürokonzepte werden mit diesem 0,7-Faktor des Facility Managements oft umgesetzt. Also für einen Arbeitsplatz braucht man nur noch 70% der Kosten. Das ist oft ein Hauptargument oder 80%. Aber es gibt auch auf der Ebene der arbeitspsychologischen Seite Chancen im Sinne eines optimalen Fits der Arbeitsumgebung, weniger Unterbrechungen, ergonomisch gute, moderne Arbeitsplätze und so weiter. Und dann wieder große Herausforderungen. Es geht insbesondere um die Passung, die da oft missachtet wird. Einerseits Passung mit den Tätigkeiten, also diese neuen Bürokonzepte müssen zu den Tätigkeiten passen und eben nicht nur hübsch sein mit der Rutsche und so weiter, quasi in der Außendarstellung, sondern wirklich funktional passen. Und sie müssen auch, und auch das wird oft unterschätzt, zur Unternehmenskultur passen. Wissensmanagement, wenn Leute nicht da sind, ist eine Herausforderung. Und es gibt auch Hinweise auf Intensivierung, höhere Stresswerte und so weiter. Die Studienlage entwickelt sich langsam. Das ist ein relativ junges Konzept und die empirischen, insbesondere längsten Studien brauchen eben ein paar Jahre. Die laufen ja quasi hinter den Phänomenen nach. Das ist ja auch so ein Problem unseres Fachs. Aber die Studienlage ist schon recht differenziert und kann diese beiden Seiten ganz gut zeigen. Wir haben selber untersucht. Sie sehen, dass die Quantität sozialer Interaktion etwas zunimmt. Das war so ein Längsschnitt T1 vor, also im konventionellen Büro, T2 kurz nach so einer Einführung eines neuen Office-Konzepts, T3 ein gutes Jahr später. Sie sehen jetzt insbesondere, was die Zusammenarbeit zwischen den Teams betrifft, einen relativ stabilen, positiven Effekt über die Zeit, wird quasi besser und bleibt bei einer Follow-up-Messung erhalten, also ein relativ klarer Nachweis eines positiven Ergebnisses. Wenn man sich aber von der Qualität her anschaut, ist es so, dass es eher Hinweise gibt, und da ist auch wieder die methodische Frage jetzt, dieses Methodenmix erforderlich, so etwas qualitativ zu erfassen über Interviews. Sie sehen, da gibt es Hinweise, die sind ziemlich selbsterklärend, diese Statements, dass diese Qualität sozialer Interaktion auch ein hohes Potenzial hat zu sinken. Man muss aufpassen, dass man nicht verloren geht. Man arbeitet mehr und fühlt sich mehr alleine. Das sind schon sehr, sehr deutliche Aussagen. Es gibt auch solche ganz interessante Einzelbeobachtungen, die man dann in diesen Unternehmen macht. Früher gab es ja diese Bilder am Schreibtisch vom Hund beispielsweise. Man kann natürlich auch darüber streiten, ob so ein Bild am Schreibtisch unbedingt notwendig ist. Rein psychologisch betrachtet glaube ich ja, weil da wird eben ein Stück Heimat und so weiter erzeugt. Jetzt gibt es diese Clean Desk Policies. Sprich, nach der Arbeit muss der Schreibtisch leer sein. Das Hundefoto hat natürlich keinen Platz mehr. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Man läuft mit dem Handy herum, schaut mal ein neuer Hund. Und das haben die Leute wirklich so berichtet. Sieht man dann klein drauf, braucht die Brille. Oder man weiß nicht mehr, dass der andere den Hund hat. Und dann wird da auch nicht mehr Bezug genommen. Und eine interessante psychologische Frage ist wirklich, ist das relevant oder nicht? Das sind die Themen, die mich selber auch gerade sehr interessieren. Weil man könnte ja sagen, der Hund hat nie was mit der Arbeit zu tun gehabt und das Familienfoto und so weiter. Das wäre die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise wäre eben, es dürfte doch wichtig sein, diese Qualität in die Arbeit mitzunehmen, sonst würden es die Leute ja eher nicht machen. Und diese qualitative Verschiebung, die man auch in diesen Statements sehen kann, die scheint mir wirklich sehr interessant zu sein, die noch weiter zu verfolgen. Also es gibt gewisse, und eben auch das Paradox oder diese Dialektik zwischen der Verbesserung auf der quantitativen Ebene, wenn man so will, und die Verschlechterung auf der qualitativen Ebene. Das sind Themen, wo ich glaube, dass da noch viel Potenzial drinsteckt. Ja, und wir haben dann selber gesehen, dass diese guten Ergebnisse immer dann vorhanden sind, wo es einen hohen Fit gibt zwischen den Bedürfnissen und den Arbeitsmöglichkeiten. Also dort, wo die arbeitsbezogenen Bedürfnisse mit den Möglichkeiten korrelieren, sprich, wo es ein Zonenkonzept gibt, wo ich wirklich, wenn ich es brauche, ruhig arbeiten kann oder kommunizieren kann und so weiter. Wenn dieser Fit sehr hoch ist, dann sehen Sie, das ist da die blaue Kurve, dann sehen Sie im Grunde die stabilen Effekte über die Zeit. Dort, wo der Fit gering ist, dort gehen die Effekte fast vollständig oder vermutlich insgesamt vollständig über längere Zeit verloren wieder. Das heißt, es geht darum, diesen Fit zu gestalten und der ist gestaltbar. Auch da ist wieder die Überlegung, dass der ist wirklich in den Unternehmen gestaltbar. Es wird nur leider oft auf die Gestaltung vergessen, weil diese architektonische Komponente oft im Vordergrund steht. Ja, und jetzt noch zu diesem Fit, zwei abschließende Überlegungen. Ein Grundgedanke wäre eben, dass
flexible Arbeit über diesen Fit bewertet werden kann. Also es gibt sowas wie ein, könnte man sagen, objektives Bewertungskriterium flexibler Arbeit. Das wäre der Fit. Und den Fit kann es geben auf der Ebene der Organisation. Den kann es aber natürlich insbesondere auch geben auf der Ebene der Tätigkeit. Und dort scheinen mir als Psychologe kein Wunder, diese naturalistischen Bedürfnistheorien, die da glaube ich kein Kritikpunkt sind, sondern eher eine Stärke. Organisatorisch, da gibt es von Weichbrod und anderen eine sehr wirklich exzellente Arbeit, die so ein Phasenmodell beschreiben, wie diese konventionelle versus völlig unabhängige Arbeit, also quasi links hätten Sie eine sehr traditionelle Arbeit, die dann immer mehr flexibilisiert wird und rechts die völlig standortunabhängige, dass die einfach passen muss. Die muss passen zur Architektur natürlich, aber das reicht eben nicht. Die muss passen zur technologischen Ausstattung im Unternehmen. Die Anforderungen steigen, wenn Sie mehr nach rechts gehen. Sie brauchen eine exzellente technologische Ausstattung. Sie muss aber insbesondere auch passen, und das wird oft übersehen, zum Arbeitsmodell und zur Organisationsstruktur, man könnte auch Kultur sagen. Das heißt, es muss diesen Fit geben. Und je eher dieser Fit da ist, und dieser Fit kann natürlich auch zu einer konventionellen Arbeit führen, das ist die Konsequenz daraus. Das heißt eben nicht, dass jede Arbeit hier rechts einzureihen wäre. Also dieser Fit-Gedanke auf der organisatorischen Ebene scheint mir ein sehr, sehr wichtiger zu sein. Und der zweite, und da bin ich jetzt bei diesen naturalistischen Konzepten, die ich aber auch mit einem humanistischen, therapeutischen Hintergrund als wirklich zentral ansehe, das ist diese Theorie die Selbstbestimmungstheorie von Ryan und Deasy, die ich wirklich als die große Theorie der Motivation, nicht nur ich, also man sieht es bei allen Tagungen, die ich da sehe, die beschreiben drei Grundbedürfnisse: Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit. Das sind Bedürfnisse, sie beziehen sich letztlich auf Maslow, haben das aber deutlich weiterentwickelt, auch im Sinne dessen, dass sie dieses alte Modell von intrinsisch und extrinsisch deutlich aufgeweicht haben und von autonomen und fremdgesteuerten Bedürfnissen sprechen, das viel differenzierter sehen, aber der Grundgedanke ist, dass wir von diesen drei Bedürfnissen geleitet werden. Das Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung, das haben wir im gesamten Leben, damit natürlich auch in der Arbeitswelt. Da geht es genau um diese Wahlfreiheit, zum Beispiel in zeitlicher Dimension, in örtlicher Dimension, in der Ebene der Mitbestimmung. Kompetenz, Wirksamkeit, Neugier ist ein Grundbedürfnis von uns, scheint mir auch sehr, sehr klar zu sein, wird eben auch durch die neue Arbeitswelt, kann eben beides befriedigt werden. In beiden Dimensionen haben sie diese möglicherweise umgekehrte U-Funktion, also Bedürfnis nach Autonomie, aber es kann auch zu viel sein. Wenn es zu viel wird, habe ich Selbstregulationsaktivitäten zu setzen, die einfach Energie kosten. Und dann eben soziale Eingebundenheit. Und da wird es auch qualitativ interessant, weil da ist die Frage nach Quantität und Qualität zu stellen. Also heißt soziale Eingebundenheit einfach nur mehr an Kontakten im Unternehmen oder heißt es eben die Qualität, die jetzt sehr wieder auch vereinfacht plakativ über das Hundebild ausgedrückt wird, also diese menschliche Qualität der sozialen Kontakte. Ich vermute dann doch eher Zweiteres. Dazu kommt noch als viertes Bedürfnis Struktur und Sicherheit. Wird jetzt von Ryan und Deasy jetzt nicht so zentral genannt, aber immer wieder als vierte Grunddimension dazugenommen, scheint mir auch sehr, sehr schlüssig zu sein mit zwei Facetten. Einerseits Sicherheit, und das wäre eben wieder das Thema Leiharbeit, wo diese Sicherheit quasi nicht vorhanden wird und damit ein Grundbedürfnis nicht erfüllt wird und von daher auch die kritische Bewertung, aber auch, und da wird es auch sehr interessant, das Bedürfnis nach Struktur, weil eben in einer entgrenzten Arbeitswelt die Frage nach Strukturen sich neu stellt. Also was heißt in einer entgrenzten Weltstruktur, ist ja schon im Begriff die Auflösung darin. Das Ganze hat ja, man kann es ja bis in die politische Dimension der Flüchtlingskrise sehen, dass es offensichtlich auch da zu diesen Polarisierungen und zu diesen Facetten geht, kommt, dass man, auch wenn man noch so sich als, wie sagt man, Gutmensch versteht und diese Dinge begrüßt, offensichtlich diese Grundfragen nach Struktur und Sicherheit da irgendwie irritierend sind und so weiter. Das heißt, es ist wirklich auf allen Lebensebenen zu sehen, aber für die Arbeitswelt ganz besonders interessant. Und die Idee wäre eben, dass diese erfüllten Grundbedürfnisse die Basis sind für Arbeitsengagement, sprich Produktivität, aber auch für hohe Qualität des Arbeitslebens. Jetzt kann man sich das nur an einem Beispiel anschauen, auch aus Zeitgründen, ich komme ans Ende, die soziale Eingebundenheit, das wäre eben
flexible Arbeit verändert. Natürlich soziale Eingebundenheit muss wohl so sein, weil ja diese Anwesenheitszeiten aufgehoben sind und so weiter. Was würde es auf der Gestaltungsebene bedeuten? Zum Beispiel Schaffung von Strukturen für diesen persönlichen Austausch. Man sieht zum Beispiel auch, dass bei diesen neuen Bürokonzepten solche informellen Dinge wie Weihnachtsfeiern nicht mehr stattfinden, weil die Leute gar nicht mehr da sind und so weiter. Also auch diese Ebene, die man ja wieder schaffen kann, letztlich informelle Kommunikation unterstützen, insbesondere diese bedarfsorientierte Gestaltungsspielräume und die technische Kommunikation immer nur als Ergänzung zur persönlichen Kommunikation sehen. Auch dieser Aspekt scheint mir sehr wichtig zu sein, weil genau da ja dieser Qualitätsaspekt möglicherweise in der E-Mail-Kommunikation verloren geht. Und in gewissem Maße diese Relevanz von Generationsunterschieden betrachten. Betonung aber in gewissem Maße, ich glaube auch, dass diese Überlegungen zur Generation Y auch weitgehend überschätzt sind, auch aus der Sicht dieses naturalistischen Motivationskonzepts. Alle Menschen haben gleiche Grundbedürfnisse, wäre meine Argumentation. Ich glaube, ich kann es zumindest gut durchargumentieren aus einer humanistischen Perspektive. Und diese Generationsunterschiede sind vorwiegend Altersunterschiede. Da gibt es eine Reihe von Studien dazu. Also die Generation Y ist natürlich anders als meine Generation, der Babyboomer. Die Frage ist es Generation oder einfach, weil sie jünger sind? Und diese Trennung ist ja empirisch nicht machbar. Da bräuchte man auch Studien, die über Jahrzehnte laufen und so weiter, die es natürlich nicht geben kann. Und das heißt letztlich auch, dass die Generationsunterschiede zwar ernst zu nehmen sind, aber vermutlich auch überschätzt werden. Ja, das Resümee, ganz kurz noch, die eine Überlegung wäre eben Chancen und Herausforderungen, immer beides zu sehen, die Intensivierung schon auch als eine Herausforderung zu erkennen, aber eben auch im Rahmen zu sehen, also wirklich zu überlegen, wo trifft sie, spielt sie eine Rolle letztlich auch über die Bewertung etc. Einiges davon ist gestaltbar, nicht alles, siehe Leiharbeit, da Sie sehen, es gibt einige Dinge, wo ich versuche, auch sehr klare Positionen zu beziehen. Da sehe ich wenig Gestaltbarkeit. Da sehe ich einfach ein Phänomen, das psychologisch kritisch zu betrachten ist. Insbesondere Risikogruppen erkennen und auf diesen Fit achten. Und in diesem Fit steckt das meiste Potenzial für Veränderung. Und da hat man zumindest zwei Zugänge, zwei sehr klare. Das ist diese Frage der organisatorischen Flexibilität und des Fits auf der Ebene der Organisation. Und dann insbesondere der Fit auf der Ebene der Tätigkeit. Und dazu sind solche Modelle wie das von Ryan und Deasy, glaube ich, ein sehr wertvoller Maßstab, das auch sehr klare Gestaltungshinweise liefern kann. Vielen Dank.